Hallo, 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 meine werten Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3. Ui, guck mal, wer da ist. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die Gerüchte sein Eigenleben entwickeln. Ja, ich auch nicht. Guck mal, wer da ist. Der Musashi, der kleine Hund. Den haben wir in der letzten Folge mit Amelia nach Hause gebracht. Nachdem nämlich die Goodfellows ihn unbedingt, in Anführungsstrichen, loswerden wollten, haben wir ihn liebevoll hier bei uns aufgenommen. Und ja, ich bin da ganz zufrieden eigentlich mit. Denn jetzt hat Amelia auch noch so ein bisschen noch eine neue Aufgabe, immer neben ihrem Garten und mal ab und an jemanden treffen. Aber ich glaube, ich finde das eigentlich soweit ganz schön. Und ja, mit unserem lieben, mit unserem lieben Jeffrey haben wir jetzt bei Sandra, die wir ja auch kennengelernt haben, jetzt durch die Party, ne, beziehungsweise durch die Nicht-Party und das daraufhin erscheinen bei, bei Cody, haben wir sie ja jetzt kennengelernt und, ja, da hatte sich so ein blödes Gerücht in die Welt gesetzt, dass wir halt angeblich, hier kommt sie sogar ganz entspannt durch, ne, das ist ja amazing. Dass wir halt so ein Arsch sind, der von der Polizei verhaftet worden ist und wir tanzen mal zusammen. Und ich wollte das eigentlich nur klarstellen und wir verbringen ja wirklich den ganzen Tag immer und immer wieder bei unserer Familie zu Hause und haben kaum Abwechslung und so sind wir ja auch eigentlich nie gewesen mit Jeffrey und deswegen, ja, dachte ich mir, dass wir jetzt einfach mal hier aus dieser Routine quasi ausbrechen und jemanden kennenlernen, der auch ein bisschen entspannter ist. So, Glückwunsch! Na, hallo! Rachel hat für die Fähigkeit Gitarre soeben Level 10 erreicht. Rachel ist zu einer wahren Gitarrenlegende mutiert. Mit ihren flinken Fingern entlockt sie ihrer Klampe gleichermaßen liebliche als auch rockige Klänge. Ui, jawohl! So, oh, das freut mich richtig, dass wir das geschafft haben. Blöd ist nur, dass Amber so ein bisschen nichtsahnend zu Hause sitzt, was eigentlich mit ihrem Mann los ist, denn ja, die Hochzeit war ja recht spontan und wir haben auch irgendwie anscheinend nicht darüber nachgedacht, dass es für ihn nicht so der ultimative Traum ist. Und jetzt hatten wir halt, aber da er ja anscheinend viele Kinder wollte, das war ja so vielleicht auch so ein bisschen so sein Ding. Hat er jetzt halt zwei Kinder zu Hause und muss sich auch um die kümmern. Finden wir jedenfalls. So, den Kleinen geht's eigentlich soweit ganz gut. So, und wir werden mal hier, können wir hier zusammen tanzen? Können wir zusammen tanzen? So. Ich wünschte, sie würde nochmal in ihrem anderen Outfit hier so ein bisschen. Können wir sie, Sebastian hat sehr schön. Können wir sie nicht bitten, das Outfit uns ein anderes Outfit zu zeigen? Irgendwie war es doch so. So, ohoho. So, Rachel wurde jetzt nun wirklich befördert. Ist an ihrem Arbeitsplatz befördert worden. Hast du dir auch verdient, meine Süße, nachdem es ja in der letzten Folge eigentlich schon geklappt hatte, aber dann irgendwie dann. Oh. 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 Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist jetzt passiert. Irgendwas ist passiert. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was. Irgendwo gab es jetzt gerade negativ Sachen, aber ich bin mir sehr unsicher, was das jetzt eigentlich gewesen sein soll. So, dann werden wir jetzt einfach mal fragen, wie es eigentlich unserem Sohnemann so geht. Wenn wir mal ein bisschen kennenlernen, noch ein bisschen hier Geheimnisse verraten, ihn jetzt direkt ins Bett schicken, fände ich jetzt blöd. Ich meine, es ist schließlich Wochenende. Okay, es ist auch schon kurz vor 10. Über Fragen der Etikette können wir mit ihm reden. Ihn ein bisschen umarmen. Einfach mal jetzt wieder, ich glaube, seit 4, 5 Tagen haben wir nicht mehr aktiv mit unseren Kids geredet. Ist halt blöd gelaufen. So. Also, ich glaube, das Ding ist, die beiden verstehen sich wirklich verdammt gut. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen für Cody eine ganz komische Situation, denn sie sind halt, eigentlich sind sie ja in einem Alter, wenn man ehrlich ist. Wir waren mit ihm schließlich auf der Universität und er gräbt jetzt irgendwie die Tochter an, wenn man mal so, also noch nicht, aber das ist, das geht wahrscheinlich in die Richtung jetzt einfach und er fühlt sich halt bei ihr wohl, ne? Das ist halt das, was gefährlich einfach ist. Sie ist auch genauso ungebunden irgendwie und ja, mal gucken.
Mal gucken, wusstest du, dass Mara nichts ist? Die beiden verstehen sich schon sehr gut. Überreden zu Baby machen mit. Es sind keine Sims mit erfreulichen Beziehungen oder den nötigen Anforderungen in der Nähe. Schade. Wusstest du, dass Cody Noble Unmengen von Geld besitzt? Ach, darüber reden wir. Okay. Ja, und übrigens, er ist auch unser Cousin, deswegen können wir ihn so anbieten, gute Nachtgeschichte vorzulesen. Fände ich gut. Ach, Hallöchen. Oh, du fängst direkt wieder weiter an. Du bist ja eine Süße, wie du hier direkt weitermachst. So, Emilia, wie geht's denn dir jetzt? Dir geht's eigentlich auch so weit. Du möchtest erfinden lernen. Na gut, da bin ich noch nicht so ganz von begeistert, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Das, glaube ich, ist noch nicht so ganz was für uns. So, ich würde gern mit ihr, um ehrlich zu sein, noch woanders hingehen. Ich meine, man kann ja so ein bisschen Club-Hopping machen. So, Sandra ist freundlich. Das ist schön. So. So, passives Spiel zum Sieg. Körperlich fit und reif für die Anstalt. Die Geschichte von Tag der Pflanzen-Sims. Können wir einfach mal machen. Ich meine, mit Emilia ist es ja eigentlich... Ach ja, genau. Wir wollten die Eier jetzt anpflanzen. Pflanzen. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. So, warte mal, den Pfirsich wollte ich auch nochmal anpflanzen, weil unser war ja unfruchtbar. Ich bin so gespannt, was da für Sachen gleich rauskommen werden, wenn wir die Dinger anpflanzen. Aber mal gucken, ich lasse mich noch ein bisschen Pfirsichsamen... Ach, guck mal, wir haben sogar hier noch Pfirsichsamen, Süßgrassamen, Lavendel, Süßgras, Lakritzsamen. Na, den könnten wir eigentlich auch mal... Irgendwie komisch, manchmal ist es so ein bisschen verbuggt hier, ne? Was das Anpflanzen angeht, aber gut. So, aber das ist jetzt eigentlich das Falsche. Ja gut, darf er halt mal bei Mama und Papa im Bett schlafen. Vom Papa ist ja eh gerade nicht zu sehen. So, es ist schwer, eine Janet, Puck und Sebastian sind nicht mehr befreundet. Nein! Wie konnte das passieren? Beatrice Bonnet ist schon ziemlich alt. Egal, wen interessiert's? So, öffentlich gedemütigt, immer noch ein bisschen erschöpft sind wir auch noch, aber egal. Wir ziehen das jetzt durch. Wir machen uns hier einen coolen, wir machen uns einen richtig coolen Abend. Auch wenn sie so ein bisschen sehr streng aussieht in ihrem Outfit. Ich hätte mir da echt eher gewünscht, dass sie so ein bisschen niedlicher ausschaut. Aber Rex Loveless. Loveless. So. Okay, Tristan van Gogh möchte plaudern. Hat Rachel... Na klar, ja, klar. Ich meine, er wird wahrscheinlich jetzt so ein bisschen fragen. So, spielen mit... Sandra, jawohl. Er wird jetzt wahrscheinlich fragen, wie ist eigentlich Militärkarriere? Ist eigentlich eine interessante Idee, um ehrlich zu sein. Das werden wir mal wirklich ins Auge fassen, schätze ich. So, die Kleine, was ist mit der? Sie hat noch Hunger, das heißt, setz sie mal hier bitte ab. So, und du, mein Held... Ich glaube, du bist mittlerweile ganz gut aufgestellt, was Berichte angeht. Deswegen würde ich dich nochmal an den Logiktisch setzen. Ist ja gut. Nee, warte, nicht auf den Boden füttern, sondern... Ja, ist gut, ist gut, ist gut, meine kleine Maus. Alles gut. So, ich bin gespannt, wie viel uns das jetzt einbringen wird. Warte mal, unsere Multikulti-Pflanze, wo ist denn die? Warte, nee, hieß die Multikulti doch? Nee, Wunderblatt? Nee. War das das Wunderblatt? War das nicht eine Multikulti-Pflanze, was wir da hatten? Nee, es war wahrscheinlich wirklich das Wunderblatt, ne? Okay, schade. Egal, egal, egal. Hauptsache, wir haben hier richtig coole Sachen schon angebaut. So, du plauderst noch mit Tristan. Du bist ja schon wieder wach, mein Schatz. Ich hab dir doch erst was vorgelesen. Wieso kann er denn nicht schlafen? Wahrscheinlich, weil die Kleine wach wurde und sie ordentlich einmal durch die Gegend geschrien hat. So, das heißt, ich lege sie jetzt erstmal wieder ins Kinderbettchen. Und du bist immer noch fleißig am Zocken, wie ich sehe. Ja, es ist eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Warte mal, wir werden mal... Eine Party-XL-Maschine will er sich kaufen, okay? Ich werde jetzt mal gucken am Handy. Weil, ich meine, wir hätten da auch einen guten Einstand eigentlich, wenn wir uns das mal so überlegen würden. Wenn wir jetzt, können wir nicht vom Handy aus uns Jobs suchen? Oh, lame. Bräuchte ich ja erstmal einen PC anscheinend. Ne, wir hätten da nämlich, oh, für dich gibt es... Ja, danke schön auch. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen. Ich werde jetzt erstmal sagen, war nett mit dir, was wir nicht machen können, da wir kein Date haben. Mit dir ist es viel schöner, um die Häuser zu sehen. Sehr schön. Ja, sie wollte eh schon gehen. So, nee, ich würde nämlich dann sagen, dass wir dann mal gucken,
dass wir uns dann heimlich dafür anmelden. Denn es ist ja wirklich so, dass wir wirklich mega gute Voraussetzungen eigentlich haben. Wir kennen jemanden beim Militär, und zwar die gute Sandra. Und haben dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, ja, mehr, ja, können dann noch mehr Zeit quasi mit den Leuten verbringen. So, ich bringe jetzt mal die Eierpflanze zum Blühen. Ich bin gespannt. Okay, sehr schön. Ich bringe sie nochmal zum Blühen. Wir haben dich auf der Party vermisst. Ja, ist mir egal. Ich möchte jetzt wissen, ob da wirklich Eier dran wachsen. Okay, sie ist jetzt schon im letzten. Und jetzt, wenn ich sie noch einmal zum Blühen bringe, müssten da jetzt eigentlich Eier wachsen. Sie ist, ist ja geil. Da wachsen wirklich Eier dran, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht verguckt habe, wachsen da jetzt wirklich Eier. Da wachsen wirklich Eier dran. Das ist ja geil gemacht. Ein bisschen bekloppt auf jeden Fall, dass man eine Käse- und Eierpflanze machen kann. Aber sowas ist ja echt cool. So, hier kann ich nicht nochmal... Ja, Unkrautjäten werde ich jetzt auch nochmal schnell gehen. Das sollte sich ausgehen. So, du bist auch schon wieder längst im Bett. Die ganze Familie ist im Bett und Jeffrey kommt jetzt erst nach Hause. Aber, wie gesagt, ich nutze jetzt die Gunst der Stunde. Und werde jetzt einfach mal gucken, ob wir nicht vielleicht auch bei der Militärkarriere uns da... was machen können. Also ob wir da vielleicht auch hingehören oder hingehören könnten. Na mal schauen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde natürlich gerne auch weiter mit Tristan so ein bisschen quaken, aber wegen Spinnenbiss. Warum ist es eigentlich ein Spinnenbiss? Ist auch so ein bisschen komisch, ne? Aber egal, wir nutzen jede Chance, um auch noch ein bisschen an unseren Talenten zu arbeiten, wie zum Beispiel auch hier der Wissenschaft. Diese Hitze, als würde mein Blut verbrennen, wortwörtlich in meinen Adern kochen. Wo bin ich da bloß hineingeraten? Oh, da bin ich so gespannt. Ich bin so gespannt auf das Ergebnis. Aber gut, eigentlich kennen wir ja das offizielle Ergebnis, wenn wir mal ehrlich sind. Aber, So, Wissenschaft, Politik, Verbrecher, Bildung, Militär. Ja, das werden wir jetzt einfach mal annehmen, ohne dass Amber davon weiß. Und das würde jetzt natürlich wahrscheinlich für einiges... Shuffleboard-Spiel gewinnen, okay? Das wird jetzt wahrscheinlich für einiges an Zoff sorgen hier zwischen den beiden. Weil auf einmal, so war das ja eigentlich nicht abgesprochen, ne? Sie wollte ja Karriere machen. Amber hat ja gesagt, sie will Karriere machen, sie will noch aufsteigen. Sie möchte hier noch die ultimative coole Vize, also die Hauptpräsidentin werden, nicht nur Vizepräsidentin. Und das wird auch noch schwierig, vor allem weil wir unseren Chef, wir müssen uns noch bei unserem Chef einschleimen, der Daydream Ivy. Aber gut, kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, meine Süße, genau. Ich glaube, für dich wird es Zeit zu schlafen. Sieht denn... Oh, unser Garten sieht wieder exzellent aus, muss man sagen. Ah, schön. Perfekt. Und wir brauchen nicht mal mehr 40 Blümchen, meine Lieben. Also noch 37 Blumen, die wir nochmal zum Blühen bringen müssen. So, Tage bis zur Alterung 8, Tage bis zur Alterung 3. Das Problem ist, ich wollte ja eigentlich auch an der Beziehung von Noah zu... unser kleinen Clary arbeiten, aber das ist gar nicht so leicht, ey. Warte mal, was? Moment. Nee, okay, ich dachte gerade, hä, Clary, du bist eine Hexe? Aber nein, 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 das war ja gar nicht unsere Schwester, das ist unsere Schwester. So, wie geht's dir, kleiner Hund? Dir geht's eigentlich soweit ganz gut. So, ich glaube, hier wurde auch gerade was weggeräumt. Deswegen holen wir ihm jetzt mal das Ding wieder raus. So, du gehst auch schlafen, das finde ich sehr gut. Und der Rest, abgesehen von Rachel, die jetzt eigentlich auch mal schlafen gehen könnte, dann sind nämlich wirklich alle mal in unserer Familie am Schlafen und nicht irgendeiner immer wieder in der Nacht wach oder so. Sehr schön, abgesehen halt von Musashi, der kleine Mann ist nämlich noch wach, aber das ist völlig okay. Wenn er pinkeln muss, kann er das jetzt draußen machen. So, hier werde ich mal noch ein bisschen herumkauen. Der Rest ist am Schlafen, ne? Ja. Dann werde ich den Kleinen auch nochmal schlafen. Dann kann er nochmal ein kleines Nickerchen machen. So, jetzt ist nur die Frage, wie werden wir das am ehesten Amber beibringen, ne? Also ich meine, ich glaube, der Jeffrey, der hat auch so ein bisschen Hintergedanken, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, eigentlich sollte die Storyline mit ihm ja gar nicht so lange gehen, dass er das Ding... Oh, er wurde bewusstlos gesehen. Oje, oje, oje. Sich Mara zum Feind machen. Genug ist genug. Halte dich nicht zurück. Dein Sim möchte sich Feinde machen. Wahrscheinlich hat die uns gesehen und uns verpetzt, die dumme Kuh. Naja, gut, okay. So, aber immerhin... Oh mein Gott, sie ist sogar unser Chef. Sandra ist sogar unser Chef. Oh mein Gott. Offizierin der Luftwaffe ist sie. What?
Als ob sie Offizierin der Luftwaffe ist. Das haben die sich jetzt aber nur ausgedacht. Lolololol. So. In der Buchhandlung ist gerade Ausverkauf. Guten Morgen, meine Hübsche. So, wie sieht's denn bei dir heute aus? Ah, du hast heute sogar frei. Und du hast heute auch frei. Also wird es erst am Montag wirklich relevant. Ich würde mal sagen, ich bin dann mal nett und werde jetzt Frühstück für alle machen. Ich mach mal Pfannkuchen. Ja, hallo. Du bist so süß. Oh, ist er nicht niedlich, wie er dann hier heult? Oh, so ein süßes Kind. So, warte mal. Wir können auch theoretisch die Zeitung hier ein bisschen können wir die Zeitung zerstören. Das stört ja niemanden. So, guck mal, dass sie immer noch schüchtern ist, das glaubt man gar nicht mehr mittlerweile, ne? So wie wir uns weiterentwickelt haben, glaubt man echt fast gar nicht. Oh, und zu Cody und Vater des lokalen Einfallsreichtums, ist sehr süß. Saatschleuderin. Ist er jetzt wirklich auf Level 10 da mittlerweile angekommen, dadurch, dass ich ihn alleine gelassen habe? Könnt ihr denn das nebeneinander machen? Ja, das geht sogar sehr schön. Dann machen die jetzt zwar beide Frühstück, aber das ist egal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Varietät. Dann kann sich jeder aussuchen, was er gerne haben möchte. Oh, ich bin so gespannt. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Es kann ja nicht mehr lange dauern mit Rachel. Und ich weiß nicht, ich glaube, vorher schaffe ich es nicht mehr in der Wissenschaftskarriere. Vor allem, warte mal. Was ist denn genau? Ah, letzte Frist Mittwoch um 18 Uhr. Überreiche der Einrichtung Everglow Academy und Sporthalle den Scheck. Ja, später auf jeden Fall gerne. Ist das mein Handy? Ja, ist mein Handy. Werde ich mal schnell rangehen. So, Rachel Mitchell ist das Level 1. Och, süß. Sie hat jetzt erst die... Och, ist das niedlich. Mit ihrem ersten Salat. Hey, Amber, unser Haustierpferd hat gerade Junge bekommen. Wir fänden es wunderbar, wenn du eins davon adoptieren könntest. Komm einfach vorbei, wenn du es einrichten kannst. Oh, ja gut, wir haben ja jetzt schon ein Tier adoptiert. Da würde ich jetzt nicht direkt ein zweites in Erwägung ziehen, um ehrlich zu sein. Aber ich würde es mir gerne mal angucken. Ich guck's mir einfach mal an. Ich möchte einfach nur mal gucken, wie das Pferdchen aussieht, das Kleine. Guten Hunger. Ja, noch schmeckt ihr das, ne? Noch schmeckt ihr das alles. So, ich mache jetzt mal die Gigs hier auch weg. Wie gesagt, das Band-Sein, das Band-Dasein, das bringt uns leider nicht mehr viel. Wir haben es probiert und es hat leider nicht geholfen. So. Guck mal, unsere Kleine wird so ein bisschen asozial. Ich glaube, da musst du jetzt mal als Papa wieder ein bisschen eingreifen. Vor allem, wir müssen ja noch das Sprechen beibringen, ne? Das könnte Imba aber heute auch wirklich machen, würde ich sagen. Ich meine, wir waren jetzt die ganze Woche über immer zu Hause bei der Kleinen. Da würde ich einfach mal sagen, Glückwunsch, Level 5 der Kochfähigkeit. Da würde ich einfach mal sagen, dass sie das jetzt mal machen darf. Ihr nämlich noch das Sprechen beibringen. Trampolin könnten wir uns wirklich auch mal kaufen. So. Amber Wood hat soeben 209 Tantiemen. Oh, der Zeitspion. Was? Wir bekommen noch Tantiemen? Wann haben wir denn das letzte Mal Tantiemen bekommen? Das muss doch schon Ewigkeiten her sein. So, meine Süße. Was wollen wir denn am ehesten mit dir machen? Wir könnten ja eigentlich auch mal hier mit unserem kleinen Hündchen ein bisschen was machen, oder? Guck mal hier. Hand beschnüffeln lassen. Erstmal müssen wir... Hey, Rachel, hier ist Tristan. Ja, okay. Okay, leider können wir uns doch nicht um den Hund kümmern. Dann werden wir nämlich eher mit Tristan abhängen. Wenn das jetzt noch gilt. Ich glaube, ich habe es gerade unabsichtlich abgebrochen, um ehrlich zu sein. Oh nein. Das gibt es doch gar nicht. So, guten Hunger, mein Schatz. Oh nein, du bist verkeimt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich meine, die Kinder können sich ja auch mit dem Hund beschäftigen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen weiter in meiner Wissenschaft... Eigentlich wollte ich mich jetzt mit Tristan treffen, aber wie man sehen kann, wurde daraus jetzt leider schon wieder nichts mehr. Ach, manchmal könnte ich mich wirklich ärgern, dass es einfach so dann abbricht, so random. So, hat die Einladung von Annie Nix auf eine Party erhalten. Ja gut, Partys brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich bin halt immer noch so voll gehibbelt. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mit Jeffrey mache, dass er Bescheid sagt. Aber, ach, guck mal, tatsächlich, ihr habt die. Oh, die sind ja hübsch. Oh, drei, Blue Sky, Bingo-Pferd und Alia.
Pflaumepferd. Pflaumepferd hat so viele süße... Oh, die sind ja süß. Das ist schon... Aber das ist wirklich heftig, ne? Ich meine, 3 Pfohlen? Okay, dann können wir jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. Denn wir haben ja jetzt alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich wollte mir nur mal echt die kleinen Pfohlen hier angucken. Sind mega niedlich auf jeden Fall, aber... Medizinkarriere, kannst du dich mal entscheiden? Ja gut, du willst auch eigentlich in die Medizinkarriere, aber das könnte ja eventuell ein späterer Wunsch tatsächlich von dir sein. Ich meine, jetzt machen wir halt erstmal aus einem bestimmten Grund die Militärkarriere. So, sehr schön. Trauert um Helen Hall. Wer war Helen Hall? Ah, klingelt schon wie das Telefon. Hallo, du hast vergessen, dass da jemand tot ist. So, wo ist denn unser kleiner Hund? Da ist er. Komm, dann wirst du mal in dir angucken. So, Rex Loveless. Oh Gott, jetzt sterben auf einmal so viele Leute schon wieder. Und von wem werde ich da schon wieder angerufen? Oh, es sind mittlerweile so viele Anrufe, so viele Tote hier. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt genügend... Yin Anjala möchte wissen, nein, keine Verabredung, Leute, kommt. Jetzt reicht's aber langsam mal mit den Verabredungen. Also ist ja immer sehr, sehr, sehr schön und sehr nett von euch, aber irgendwann finde ich das auch blöd. So, warte mal, hier lagen doch ein paar Samen, genau. So, sehr schön. So, Noah kümmert sich um unseren kleinen süßen Wauzi, der Angst vom Sensenmann hat, was ich gut nachvollziehen kann. Aber... oh je, was hat sie denn, was hat sie denn, was hat sie denn? Ich glaube, sie hat... Nee, Hunger hat sie nicht. Dann will sie einfach eine Aufmerksamkeit gerade. Gut, die gebe ich ihr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Die Sims 3. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage bye bye.